nicht scheint, doch der Regen nicht fällt. Fühlst du dich manchmal allein in deiner selbstgebauten Ikea-Welt? Lässt du die Füße baumeln vom 60. Stock? Deine Frau kommt nicht nach Hause und hat noch kein Essen gekocht. In der Bahnhofstoilette haben sie deinen Laptop gezockt. Heutzutage sind einfach zu viele Gangs am Block. Die Erde dreht sich zu schnell für dich. Du kommst einfach nicht mehr mit. Doch bist du ehrlich zu dir selbst, hast du zu lange nur für das Geld gelebt. Jetzt wo du älter bist, ändert sich deine Weltsicht. Es ist die Zeit, in der du Freunde brauchst, doch sie helfen nicht. Sie sind zu beschäftigt auf der Suche nach dem nächsten Kick. Denn genau wie du haben sie nur die Monete im Blick. Und du begibst dich auf die Suche nach dem nächsten Strick. Halte ein, Bruder, denn dieses Leben ist schick. Mach einen Strich durch die Rechnung, bevor dieser Käse dich fickt auf eine neue Richtung und dreh dich bloß nicht um. Folg meiner Dichtung ins Dickicht. Die Melodie leitet dich auf dem Weg wie ein Irrlicht. Doch sei nicht verwirrt, ich bin ein Faun und begleite dich in deinem Traum. Schicke ein paar Zeilen in den Raum. Denke nicht, dass du alleine bist, du hast dir keine Feinde. Doch wenn du Zweifel hast, dann ziehst du einfach die Reißleine. Ich hoffe, du weißt meinen Ratschlag zu schätzen, denn zu viele Menschen haben mich schon längst vergessen. Ich bin ein Faun und mach Faxen in deinem Gedächtnis. Doch ich komme nur ins Licht, wenn du wissen willst, was echt ist. Denn die Fantasie ist mein Vermächtnis, weil die Welt ohne Fantasie einfach nur ätzend ist. Lass mal ein bisschen Luft unter dein Flexfit Cap und relax ein bisschen mit dem Chef, der über die Wälder herrscht, yo. Komm, lass dich fallen in dem moosbedeckten Teppich und tank die Sonnenstrahlen, bis die Energie dich sättigt, ja. Denn diese Welt ist zu hektisch und du brauchst mal einen Ausgleich zwischen der fetten Schicht und Esstisch. Brauchst eine Pause, weil du zu heftig gestresst bist, weil die Welt auch morgen noch zu retten ist. Lässig, wenn du mal wieder gehetzt bist, dann setz dich hin im 60. Stock und erinnere dich, wie's jetzt ist. Denn wer sein Leben nicht lebt, lebt gefährlich. Ich bin ein Faun, die Stimme, die in deinem Herzen spricht. Die Stimme, die in deinem Herzen spricht.